Marco Schreil hätte nicht damit gerechnet, noch einmal Deutschland sucht den Superstar zu moderieren. Deshalb war seine erste Reaktion auf das Angebot des Senders auch ein schlichtes Oha, wie Schreil weitererzählte. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass DSDS und Marco Schreil in diesem Leben noch einmal denselben Weg einschlagen werden, so der Moderator weiter. Die Einschaltquoten der Castingshow waren zuletzt stark abgerutscht. Vor allem der Anteil an jüngeren Zuschauern war zurückgegangen. Soll Marco Schreil nun mit dem Nostalgiebonus die Zuschauer zum RTL-Format zurückholen? Schreil bewertete die Situation folgendermaßen: Dass es gerade schwer ist, wissen wir alle. Aber ich verspüre keinen Druck. Ich verspüre viel Vorfreude. Neben seinem Engagement bei der SDS läuft es aber auch sonst für den gebürtigen Erfurter beruflich gerade hervorragend. Er selbst nennt es seinen Arbeitsfrühling. Von WDR 2, über Deutschlandfunk Kultur, RTL am Morgen, Stern TV Spezial und jetzt noch der SDS. Dass RTL so breit auf mich setzt, freut mich sehr. Ich werde als Person mit meinen Stärken wahrgenommen, sagte Schreil abschließend dazu. Die Jury wurde von einer 80er-Ikone unterstützt. Ausgerechnet Thomas Anders in den 80ern an der Seite des ausgemasterten der SDS-Urgesteins Dieter Bohlen mit Modern Talking ein Star, war mit von der Partie. Marco Schreil kehrte nach 10-jähriger Pause als Moderator zu Deutschland sucht den Superstar bei RTL zurück. In die gute alte Zeit zurückversetzt, fühlten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen aber nicht nur angesichts der Musik. Auch das Comeback von Marco Schreil bei RTL sorgte für wohlige Gefühle. Die Reaktionen waren eindeutig. Herrlich, fühle mich wie 2010. Marco Schreil ist souverän sympathisch und echt super bei der SDS, gute Entscheidung RTL. Gerade mal zu der SDS rübergesäppt. Da fühlt man sich mit der großen Bühne und Marco Schreil direkt 10 Jahre in die Vergangenheit gebeamt. Tut dem Ding aber vielleicht auch ganz gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich habe die unnötig in die Länge gezogenen Entscheidungsverkündigungen von Marco Schreil vermisst. Ganz anders dagegen die Reaktionen, was die zahlreichen Werbepausen betraf. Schon wieder Werbung, pünktlich alle 20 bis 25 Minuten, wenn schon auf DB kein Verlass ist, dann aber auf der SDS, schrieb ein Twitter-User. Ein anderer ärgerte sich, Werbung nach jedem Song also nun? Und ein weiterer unkte, der SDS, vor lauter Werbung verpasse ich die Show.